Willkommen zurück zu einem neuen Video. Mein Name ist Lars und wir schauen uns heute den Hyundai Kona voll elektrisch in der zweiten Generation an. Startpreis von dem Auto liegt bei 41.990 Euro, ungefähr 6.000 Euro mehr als die erste Generation, die man hatte. Wir haben hier die Höchstausstattung mit der größten Batterie mit 65,4 Kilowattstunden. Für die bezahlt man nochmal einen Aufpreis von 5.700 Euro, denn da bekommst du noch das Trendpaket dazu. Und wir haben hier das Prime-Paket da noch oben on top drauf. Dafür zahlst du nochmal extra 3.500 Euro und noch ein paar andere Ausstattungen, die wir drin haben. Also roundabout kostet das Auto ungefähr 55.000 Euro. Dann kannst du wieder einen Umweltbonus von 4.500 Euro abziehen und bist sozusagen bei dem Preis, die dieses Auto kostet. Allgemein, das Design von dem Auto hat sich komplett verändert zu der ersten Generation. Ich hoffe, ihr habt es jetzt von Augen. Wir können euch nochmal ein kleines Bild auch einblenden, notfalls. Denn das Auto wurde tatsächlich auf der elektrischen Basis aufgebaut. Das heißt, man hat erst das Elektroauto gebaut und dann erst den Benziner und auch den Full Hybrid integriert. Denn das sind die zwei anderen Varianten, die du theoretisch für dieses Auto auch noch bekommen kannst. Durch das Prime-Paket haben wir hier zum Beispiel auch vorne die längste Lichtsäule drin mit Pixellight noch, die es momentan auf dem Markt gibt. Finde ich, sieht sehr cool aus. Wir können auch einen Clip reinmachen, wo sie auch wirklich mal an ist. Sieht sehr stylisch aus. Ich sehe ja den Hyundai Kona auch heute das erste Mal. Übrigens, Kona steht für einen Bereich in Hawaii, für den Namen, daher kommt der Name. Auf Portugiesisch heißt er ein bisschen anders, da heißt er nicht Kona. Das hat auch seine Gründe, könnt ihr googeln, falls euch interessiert. Ansonsten gefällt mir das vom Design eigentlich relativ gut. Wie gesagt, dieses Tagfahrlicht haben wir hier oben, das sieht allgemein gut aus. Ansonsten den restlichen Lichtpartie hast du hier unten immer an beiden Seiten einen relativ großen Kasten schon fast da vorne. Das, ich weiß nicht, ob das mir so gut gefällt zusammen. Aber ansonsten haben wir hier unten auch noch echte Lufteinlässe. Und was zum Beispiel auch neu ist, wir haben zum Beispiel eine 360-Grad-Kamera noch dabei. Das bekommst du beim Prime-Paket noch dazu. Und was neu ist, das hatte der Vorgänger nicht, das zeige ich euch jetzt mal, ist nämlich der Frunk, den wir hier drin haben. Der Vorgänger hatte gar keinen Frunk. Der hier hat einen. Und das ist immer sehr praktisch, weil da kann man zum Beispiel Kabel oder so reinpacken. Und hier haben wir tatsächlich einen 27 Liter Frunk drin. Das heißt, fürs Kabel reicht es gerade so oder für kleinere Sachen. Aber wie gesagt, gerade das Kabel kann man empfehlen, hier reinzumachen. Das ist immer praktisch zu haben. Dadurch haben wir noch ein bisschen mehr Staufläche. Die zweite große Änderung betrifft die Batteriekapazität. Die kleine Batterie hat nämlich jetzt schon 48,4 Kilowattstunden. Vorher waren es nämlich nur 39,2 Kilowattstunden, die du an Batteriekapazität hast. Also ein großer Anstieg. Bei der großen Batterie allerdings nur 65,4 Kilowattstunden. Vorher waren es 64. Dort hast du nicht ganz so einen großen Anstieg. Insgesamt schafft man damit mit der großen Batterie 517 Kilometer, wenn du 17 Zoll Reifen hast. Mit den 19 Zoll, die wir hier haben, schafft man allerdings nur um die 450, 455 Kilometer, also roundabout 60 Kilometer weniger. Ansonsten hier vorne laden wir ihn. Wir können ihn tatsächlich mit einer maximalen Ladegeschwindigkeit oder Ladeleistung von 102 Kilowatt aufladen. Wenn du die kleine Batterie hast, kannst du ihn mit 75 Kilowatt aufladen. Dafür brauchst du von 10 bis 80% 41 Minuten bei beiden Varianten, die du hast. Wenn du ihn zu Hause aufladen möchtest mit 11 Kilowatt, dann brauchst du deutlich länger. Dort brauchst du roundabout 6 Stunden 25. Also, aber das würde nachts theoretisch auch noch gehen. Was mir jetzt hier noch auffällt, ist, man hat nicht die 800 Volt Technologie zum Beispiel aus dem Ioniq 5 oder Ioniq 6 eingebaut, sondern wir haben hier noch eine 400 Volt Technologie drin. Dadurch ist die Ladegeschwindigkeit leider nicht sehr hoch. Wie gesagt, wir brauchen 41 Minuten ungefähr, um auf 80% zu kommen. Die Konkurrenz liegt schon bei 30 Minuten. Und auch die Batteriekapazität mit maximal 65 Kilowattstunden ist jetzt nicht die höchste. Dort hat man einfach versucht, Kosten zu sparen. Aber wie gesagt, viele, die sich ein E-Auto kaufen, für die ist halt gerade die Ladegeschwindigkeit wichtig, die Ladeleistung und die Batteriekapazität, denn man möchte auch schon relativ weit kommen. Wir haben die Möglichkeit mit den Rekuperationspedals, die am Lenkrad sich befinden, wo früher die Schaltpedals waren, die Rekuperationsstufen einzustellen. Das seht ihr hier unten rechts, sogar so weit bis zum One-Pedal-Drive, was wirklich sehr praktisch ist. Auf jeden Fall sehen wir gerade, wir haben 287 Kilometer Reichweite mit 66% und angegeben ist ein Verbrauch von 14,7 bis 16,6 Kilowattstunden. Hier sehen wir mal den Verbrauch, den wir über die letzten Tage hatten. Das Auto ist ein Presseauto, also teilweise auch wahrscheinlich ein bisschen sportlicher gefahren worden. Das Niedrigste, was insgesamt erreicht wurde, war 15,6. Diese Assistenzsysteme machen einen irre. Das muss man wirklich immer jedes Mal ausschalten. Ansonsten kriegt man da wirklich einen Anfall. 15,6 Kilowattstunden, das ist vom Ding ja sogar relativ gut. Aber dennoch würde ich sagen, dass die 455 Kilometer über längere Fahrten immer ein bisschen schwierig ist. Gerade über Autobahnen verbrauchen die E-Autos dann doch immer relativ viel. Hingegen in der Stadt verbrauchen sie meistens weniger.
aber mit dem Verbrauch kann man sich eigentlich jetzt nicht beschweren. Wir hatten jetzt, glaube ich, um die 19 Kilowattstunden, haben aber auch den 0 auf 100 Test gemacht. Bidirektionales Laden haben wir hier übrigens auch drin, aber nur die Vehicle-to-Load-Funktion, nicht die Vehicle-to-Home- oder Vehicle-to-Grid-Funktion. Die kann aber Over-the-Air-Updates in der Zukunft noch kommen. Die hat man momentan einfach noch nicht, weil die Rahmenbedingungen dafür in Deutschland noch nicht wirklich gegeben sind. Da braucht die Regierung wieder ein bisschen zu lange. Theoretisch hat man aber die Möglichkeit, und es kann auch sein, dass das in Zukunft dann möglich ist mit dem Auto. Immer sehr interessant, wenn man zum Beispiel die eigene Solartechnik auf dem Dach hat. Wir haben hier den leistungsstärksten Motor mit 218 PS. Du kannst theoretisch noch den für mit 156 PS bekommen. Beide haben 255 Newtonmeter und brauchen von 0 auf 100, braucht der mit dem stärksten Motor 7,8 Sekunden. Mit den 19 Zöllern brauchen wir allerdings angegeben 8,1 Sekunden von 0 auf 100. Und das schauen wir uns jetzt an, ob wir es schaffen. So, dafür schalte ich den Sportmodus an, mache nochmal ESC aus und wir schauen mal, was er braucht von 0 auf 100. Also der Kick, der Push am Anfang ist nicht so strong. Erst ab 50 kommt er wirklich richtig. Die Power 8,32 Sekunden. Ich meine, die Straße ist auch nicht perfekt dafür, ein bisschen Steigung hatten wir. Also aber fast das, was angegeben war. Ich weiß nicht, was hat zu ihm? 8,26. Also ich denke mal, auf einer wirklich geraden Straße sind die 8,1 auf jeden Fall drin mit den 19 Zöllern, die wir hier haben. Topspeed hat er übrigens 172 km/h. Wenn du die kleinere Batterie bekommst mit dem kleineren Motor, hat er 162 km/h als Topspeed. Das Auto wiegt roundabout 1,8 Tonnen, was für ein Elektroauto gar nicht mal so schwer ist. Deswegen denke ich, der Bremsweg wird relativ gut sein, um die, ja, 35 Meter. Wir probieren es aber trotzdem mal aus, was er wirklich ist. Boah. Die Straße ist auch nicht wieder optimal dafür natürlich, weil sie ein bisschen dreckig vielleicht ist. Es hat sich aber sehr solide angefühlt. 36 Meter haben wir gebraucht, von 100 auf 0. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich denke mal, 35 Meter sind aber auch drin, da wir ja auch Scheibenbremsen vorne und hinten haben. An der Seite hat sich einiges getan. Vor allem das Auto ist größer geworden. Insgesamt 4,35 Meter lang. Damit ist er 14,5 cm länger als das Vorgängermodell. Und auch der Radstand hat sich verändert. Insgesamt 6 cm größer geworden. Dadurch hast du vor allem mehr Platz im Innenraum. Aber das schauen wir uns gleich dann an, wenn wir uns den Innenraum ein bisschen anschauen. Keyless Go, sogar Digital Keyless Go. Das heißt, du kannst mit deinem Handy aufschließen. Ich glaube, insgesamt kannst du dort 3 Accounts machen. Das heißt, mit 3 unterschiedlichen mobilen Geräten kannst du dann das Auto aufschließen. Elektrisch einklappbare Seitenspiegel haben wir noch mit der 360-Grad-Kamera hier unten. Winkelassistent sogar auch an der Seite und allgemein designtechnisch hat sich an der Seite viel getan. Man sieht zum Beispiel hier bei dem Radkasten hast du hier so ein bulliges Design, was schon ein bisschen an Geländewagen erinnert. Sieht deswegen auch sehr massiv aus und wir haben so ganz viele Kennlinien hier noch reinbekommen, die so ein bisschen symmetrisch sind. Das fängt hier unten an und zieht sich dann gerade zu der Alulinie hier vor, dass sich das sozusagen dann ein bisschen abrundet und dann zum Heckspoiler führt. Also designtechnisch hat man hier sich einiges überlegt. Auch hier vorne hat man zum Beispiel eine Kennlinie, die sich einmal komplett hier durchzieht. Für ein bisschen sportlicheres Design könnte in der Zukunft zum Beispiel auch noch das N-Line rauskommen. Bisher haben wir ja nur die zwei Ausstattungsvarianten, die ich euch eben gesagt hatte. Es kann aber noch sein, dass das N-Line kommt, ist aber nicht offiziell bestätigt. Man munkelt es nur so ungefähr. Bisschen höher ist das Auto übrigens auch geworden, 1,58 Meter und ein bisschen breiter ist er jetzt insgesamt 1,82,5 Meter. Also ich glaube, breiter ist er ja 2 cm und höher ist er 2,5 cm als das Vorgängermodell. Hinten auch wieder das Pixel-Design wie beim Ioniq 5 zum Beispiel. Sieht sehr cool aus, finde ich allgemein. Dieses Pixel-Design hat man sich was Cooles überlegt. Von hinten sieht er tatsächlich auch relativ massiv aus. Wir haben hier Bremslicht, wir haben hier oben Bremslicht. Wie gesagt, hier so einen kleinen Heckspoiler, so eine kleine Lippe drin, die es so ein bisschen sportlichen Touch gibt. Allgemein die blaue Farbe, das ist hier die Standardfarbe auch, finde ich, sieht sehr gut aus. Wir hatten den auch in Weiß schon gesehen. Mir gefällt aber das Blau deutlich besser, weil das einfach zu, ich weiß nicht, zu Hyundai einfach irgendwie passt. Das hast du ja bei den N-Modellen gut, da hast du ein bisschen anderes Blau. Aber naja, und ansonsten hat man hier unten noch so designtechnisch noch so diese Punkte, die dann mit den Reflektoren zusammenpassen, reingemacht. Ja gut, finde ich, sieht ganz okay aus. Elektrische Heckklappe haben wir hier. Die muss ich einmal öffnen und auch noch eine Rückfahrkamera, die sich hier befindet. Voilà. Braucht aber lange, ne? Hä? Braucht aber lange. Konntest du nochmal einkaufen gehen, solange es öffnet? Ein weiterer Vorteil, den dieses Auto hat zum Vorgängermodell, ist das Kofferraumvolumen. Insgesamt 466 Liter bis 1300 Liter. Das sind 1000 Liter mehr. Das sind 144 Liter mehr als das Vorgängermodell. Das war so ein Kritikpunkt, den es vorher gab. Der wurde jetzt ein bisschen behoben. Ansonsten haben wir hier
unten noch so ein bisschen Stauraum, wo wir die Kabel zum Beispiel einpacken, falls wir sie nicht schon alle in den Frank reingepackt haben. Aber alle Kabel passen natürlich nicht in den Frank rein, weil du dort nur 27 Liter hast. Aber das ist sehr praktisch. Ansonsten, was vielleicht ein bisschen schade ist, Anhängerlast hat er von 750 Kilo mit der großen Batterie, mit der kleinen nur 300 Kilo, also das ist sehr, sehr wenig. Aber dafür Stutzlast 100 Kilo, also kannst du schon ja, zwei Elektrofahrräder oder so draufpacken. Das ist schon nicht schlecht. Wenn du den Verbrenner bekommst, tatsächlich eine Anhängerlast von 1500 Kilo. Das ist dann deutlich besser. Also wenn du etwas Schweres ziehen musst, dann musst du auf jeden Fall auf den Verbrenner setzen und nicht auf das Elektromodell. Im Innenraum ist das Auto natürlich auch deutlich moderner geworden. Wir haben zum Beispiel deutlich größere Displays bekommen. Insgesamt 12,25 Zoll jeweils. Vorher waren es so 10,25 Zoll, also 2 Zoll mehr. Und allgemein sind sie jetzt auch miteinander verbunden. Sieht dadurch viel moderner aus als vorher. Man ist sich dennoch den Knöpfen treu geblieben. Viele Knöpfe, gerade hier im Innenraum, in der Mitte meine ich natürlich. Hier zum Beispiel die Klimaanlage mit Knöpfen zu bedienen, aber auch das Navigationssystem kannst du damit bedienen. Das Navigationssystem, wenn ich es mal kurz anmache, ist übrigens auch neu aufgesetzt. Also die Software da drin sieht jetzt anders aus und wurde ein bisschen verbessert. Ist sehr flüssig, muss ich sagen. Das ist mir aufgefallen. Gefällt mir soweit ganz gut. Leider hast du nicht die Möglichkeit, Apple CarPlay oder Android Auto Wireless zu bekommen. Dafür brauchst du hier den USB-C-Kabel. Und hier hast du noch so einen Knopf, wo du einstellen kannst, ob du es mit dem Kabel verbinden möchtest oder ob du das Handy nur aufladen möchtest. Eigentlich ganz cool gemacht. Wir haben auch noch induktives Laden hier in der Mitte und den Drive-Modus. Wir haben auch mit dem Sitzkomfortpaket, was wir haben für 1000 Euro, noch Sitzheizung und Sitzbelüftung dazu bekommen. Und allgemein muss ich sagen, gefällt mir der Innenraum eigentlich relativ gut. Dadurch, dass wir noch so viele Knöpfe haben, die wirklich sehr viele auch sind, auch am Lenkrad zum Beispiel Knöpfe und mit so Drehreglern. Aber es sieht einfach gut aus und lässt sich deswegen auch gut bedienen. Gerade wenn man sich daran gewöhnt hat, wo die Knöpfe sind, kommt man damit wirklich super klar. Was auch cool ist, hier die Becherhalter, haben wir so eine Push-Funktion, kommen dann so raus. Das sieht echt cool aus. Ist auch sehr praktisch, weil wenn du es nicht brauchst, kannst du einfach wegmachen. Und übrigens, so sieht der neue Schlüssel aus. Hast du noch so das Hyundai-Logo drauf. Sieht eigentlich ganz lustig aus, ein bisschen billig vielleicht, aber naja. Das Lenkrad, wie gesagt, meinte ich ja schon, mit Knöpfen und Drehreglern versehen, sehr cool. Und das Infotainment-System kannst du nicht wirklich was verändern, nur so Kleinigkeiten, aber das schauen wir uns alles bei der Fahrt an. Damit wir in der Mitte ein bisschen mehr Platz haben, haben wir jetzt auch nicht mehr den Ganghebel hier in der Mitte, sondern den haben wir jetzt hier am Lenkrad integriert, wie zum Beispiel auch schon bei VW. Dort hast du ihn hier oben bei den ID-Modellen. Ansonsten noch eine kleine Armlinie mit Staufläche. Das hier kannst du noch rausnehmen, theoretisch, um ein bisschen mehr Staufläche zu haben. Und ansonsten von der Qualität hier im Mittelraum oder im Innenraum ist okay. Es ist relativ hart. Wir haben hier noch so eine kleine Ablagefläche, die praktisch ist. Ansonsten haben wir aber viel Hartplastik dennoch verbaut. Die Sitze haben auch Memory Function, also der Fahrersitz, aber ansonsten elektrisch verstellbar und noch so eine Relax-Funktion für den Fahrersitz. Das ist relativ cool gemacht. Für die ganze Software gibt es auch die Over-the-Air-Updates, die du noch bekommen kannst. Also da kann sich auch noch ein bisschen was verändern und dafür musst du nicht unbedingt zum nächsten Händler fahren, sondern die kriegst du dann einfach so drauf. So, wie lässt sich der Hyundai Kona der zweiten Generation denn überhaupt fahren? Erstmal haben wir richtig coole Features. Wir haben das Head-Up-Display noch drin vorne und zum Beispiel, wenn wir abbiegen und den Blinker gesetzt haben, sehen wir durch die Kamera, die sich im Seitenspiegel befindet, die Seite links, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade jetzt mal gleich rechts blinke, zeigt das dann rechts an. Auch sehr praktisch, cooles Feature hatten wir beim Kia EV6 zum Beispiel schon gehabt. Ansonsten sehr viele Assistenzsysteme drin, autonomes Fahren Level 2 haben wir hier insgesamt. Das heißt, wir haben auch Travel Assist und alles dabei. Das kannst du am Lenkrad alles machen, also adaptive Geschwindigkeitsregelung und alles so dabei haben wir auch. Hier kannst du das am Lenkrad alles machen. Hier links hast du deine Assistenzsysteme, die du einstellen kannst. Das mache ich jetzt einmal. Jetzt seht ihr also zum Beispiel auch im Head-Up-Display, jetzt lenkt er theoretisch. Und auch noch den adaptiven Tempomat habe ich drin. Das ist wirklich sehr cool und funktioniert auch sehr gut. Das Einzige, was nur nervig an den Assistenzsystemen ist, also ich bremse zum Beispiel gerade auch gar nicht, das macht er alles selber, ist, dass sie sehr viele Geräusche von sich geben. Sie piepen allgemein immer, wenn ich zum Beispiel ein bisschen zu schnell fahre, piept es. Er hat nämlich auch die Verkehrszeichenerkennung drin und toter Winkelassistenten drin. Das piept dann, wenn ich die Spur nicht wirklich richtig halte, piept es. Also allgemein macht es sehr viele Geräusche. Zum Beispiel, wenn ich auch manchmal nicht genau auf die Straße schaue, sondern mehr zur Seite, erkennt ihr das mit dem Sensor hier vorne drin und piept. Die Geräusche kannst du vom Ding hier ausstellen, aber das Problem ist, nach jeder neuen Fahrt musst du sie wieder, guck, jetzt piept er zum Beispiel die ganze Zeit irgendwie. Ich weiß gar nicht genau, warum er jetzt piept, um ehrlich zu sein. Weißt du es? Weil du vielleicht neu, ich glaube jedes Mal, wenn neues Tempo ist, dann piepst du auch, wenn jetzt, komm mal wieder. Ja. Ja gut, okay, das war ja auch zu schnell. Aber naja, auf jeden Fall, das ist ein bisschen nervig, ist irgendwie so ein neuer Trend, dass die ganzen Assistenzsysteme Geräusche machen. Das finde ich aber eigentlich ziemlich störend. Wie gesagt, du kannst es ausschalten, aber das Problem ist, wenn du dein Auto irgendwo hinstellst und dann den nächsten Tag zum Beispiel
wieder neu fährst, musst du sie wieder alle ausschalten, denn da sind die Geräusche wieder eingeschaltet. Und das ist natürlich ein bisschen blöd, finde ich ein bisschen nervig. Ich meinte ja schon zu euch, das Auto ist länger geworden und das merkt man im Innenraum natürlich auch. Wir haben mehr Beinfreiheit, 7,7 cm mehr als das Vorgängermodell und auch mehr Kopffreiheit, insgesamt 1,1 cm mehr. Und man sitzt hier wirklich sehr komfortabel, hat sehr viel Platz. Das Einzige ist, die Beine liegen nicht ganz auf der Sitzbank auf. Das hast du halt oft bei Elektroautos, weil sie so ein bisschen höher sind. Das ist vielleicht ein bisschen schade, aber es ist sogar relativ komfortabel. Also das hatte ich schon deutlich schlimmer gehabt. Durch dieses Sitzkomfortpaket, haben wir hinten auch noch Sitzheizung drin. 3 Stufen, das siehst du da an der Tür zum Beispiel, kannst du die einstellen. Das ist sehr praktisch. Ansonsten die Klima hier noch in der Mitte, Klimaanlage und tatsächlich eine richtige Steckdose dabei, wo du deinen Laptop zum Beispiel aufladen kannst und 2 USB-C-Ports. Ansonsten die Qualität hier hinten, ja gut, ist relativ viel Hartplastik, außer hier in der Mitte, wo dein Arm drauf liegt. Da sind relativ gute Materialien verbaut. Die Sitze fühlen sich auch hier hinten relativ komfortabel an und das Gute ist, wir haben hier noch eine kleine Armlehne mit 2 Becherhaltern und was richtig gut ist, was du bei vielen Autos nicht hast mehr, das ist ein bisschen schade, ist, wenn ich einmal hier rumgreife, kann ich die Mitte umklappen und so kann ich hier ganz entspannt mit 4 Leuten sitzen und ich kann noch ein paar Skier durchschieben oder längeres Material und somit entspannt theoretisch in den Urlaub fahren. Das ist sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht und zusätzlich, Leute, warte mal. Kannst du noch das Panoramadach bekommen, das würde ungefähr 700 oder kostet 700 Euro Aufpreis, haben wir hier drin allerdings nicht. Ein Feature, was er drin hat, was sogar sehr cool ist, ist die Radarkontrolle-Warnung. Das heißt sozusagen mäßig wie eine Blitzer-App hier drin. Er hat leider nur die fest installiert, nicht die mobilen Blitzer drin. Und es ist theoretisch nicht erlaubt, ihn anzumachen auf Deutschland. Du kannst ihn aber sogar anmachen. Das heißt, man hat es nicht rausprogrammiert, du kannst ihn anmachen und dann warnt er einen auch. Aber wie gesagt, es ist eigentlich nicht erlaubt, aber du hast die Funktion drin, das ist ganz cool. Ja, liegt halt dran, weil es in anderen Ländern halt benutzt wird. Ja, ja, das, da weil es sehr erlaubt ist, aber in Deutschland ist halt ein bisschen schwierig. Ja. Ansonsten, Fahrkomfort fühlt sich echt ganz cool an. Das Lenkrad liegt gut in der Hand, gerade jetzt gut im Eco-Modus ist es ein bisschen wabbelig. Wenn ich jetzt mal in den Sportmodus gehe, ist es sogar relativ direkt. Und jetzt, ich will den jetzt nicht reinfahren, aber auch damit durch die Kurven zu fahren, fühlt sich echt gut an. Die Federung oder allgemein das Fahrwerk, die Abstimmung ist relativ hart, ist jetzt nicht besonders komfortabel, aber ist eigentlich auch das, was man ungefähr erwartet. Dadurch, dass die Hubbel, die nimmt man schon mit und die spürt man auch, aber es fühlt sich jetzt nicht ganz so schlimm an. Jetzt, wo wir gerade mal ein bisschen so um die 100 km/h fahren, die Außengeräusche oder gerade die Windgeräusche hörst du schon. Also ist jetzt nicht so, als wäre das richtig gut hier alles gedämmt, aber ist für das Preissegment auch eigentlich normal, so wie die Außengeräusche sind. Die Rollgeräusche gerade finde ich relativ angenehm. Ein bisschen die Windgeräusche hörst du. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel, ich glaube, das hier ist nämlich eine Straße, die ein bisschen lauter ist, ja. Jetzt hörst du die Rollgeräusche nämlich richtig laut. Aber das liegt natürlich auch an der Straße hier. Obwohl das Auto natürlich deutlich größer geworden ist, also breiter und auch länger, lässt es sich dennoch gut in der Stadt fahren. Es ist stadttauglich, außer die Assistenzsysteme. Es ist stadttauglich. Du findest gut Parklücken damit, du kommst gut in die Parklücken rein durch die 360-Grad-Kamera, die wir hier drin haben. Das ist wirklich alles sehr praktisch. Was mir jetzt ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass die Rundumsicht vom Ding her, ach, das ist gar kein fahrendes Auto, GG, dass die Rundumsicht hier drin eigentlich sehr gut ist, nur hinten der, die D-Säule ein bisschen größer ist. Vielleicht kann man es noch mal auf der Kamera aufnehmen. Ich weiß nämlich nicht genau, ob ihr es gerade seht, aber ansonsten die Rundumsicht ist eigentlich echt gut. Nur die D-Säule hinten ist vielleicht, wenn du gerade rückwärts fährst, gut, dafür hast du auch die Rückfahrkamera, ansonsten dann ein bisschen groß. Das könnte vielleicht so ein bisschen stören. Aber auch zum Beispiel die Seitenspiegel mit den toten Winkelassistenten sind auch für die Stadt sehr praktisch. Theoretisch integriert er in die Routenplanung auch noch die Ladestation. Das ist ein neues Feature, jetzt habe ich B gedrückt, das wollte ich nicht. Egal, dann fahren wir nach Berlin. Wir fahren nach Berlin. Und ich wollte mal schauen, Berliner Dom kommen. Ob er das direkt integriert mit der Reichweite, die wir haben, als Ziel festlegen oder ob man das im Nachhinein irgendwie machen muss. Ja. Jetzt sagt er mir, okay, das wird nicht reichen, die Reichweite. Also sage ich, ja, ich möchte Ladestation anfahren. Yep, das tut er auch. Okay, wahrscheinlich wäre die nächste am besten, ne? Nee, das sind jetzt die, du hast einen hier, dann hast du da noch einen, da hast du einen. Achso, das heißt, ich kann jetzt einfach, warte mal, Route starten. Routenführung wird gestartet. Ha, sehr nice. Aber dass wir 10 Stunden brauchen, ist schon ruppig, ne? Ja. Ich habe es gerade gesehen. Ist damit die Ladezeit schon mit reingerechnet? Ja. 10 Stunden 29, ja? Ja. Oh, weia. Naja gut, aber es ist cool, dass er es macht. So kannst du deine Route deutlich besser planen und auch zeitlich anpassen. Aber du musst natürlich das Auto laden. Und da ist jetzt wieder das Problem, dass die Ladeleistung nicht ganz so hoch ist bei dem Auto.
Zwei Sachen, die beim Hyundai Kona noch ganz cool sind, ist, dass zum Beispiel die Garantie, die du hier drauf bekommst, 8 Jahre sind ohne Kilometeranzahl. Das heißt, du kannst so viel fahren, wie du willst in 8 Jahren und hast immer noch Garantie drauf. Bei dem Verbrenner sind es 5 Jahre ohne Kilometeranzahl. Also das ist schon sehr gut. Zusätzlich übernimmt Hyundai auch noch die Umweltprämie. Wenn du dieses Jahr noch das Auto bestellst und es erst nächstes Jahr zugelassen wird, benutzt trotzdem Hyundai noch, gibt dir noch diese 4.500 Euro Umweltprämie direkt oben drauf. Also das ist sehr gut, da hast du dann mehr Sicherheit als bei anderen Herstellern. Ansonsten gefällt mir das Auto erstmal ganz gut. Es gibt so ein paar Sachen, die man sich halt überlegen muss. 19 Zöller haben schon ein paar Nachteile. Sie sehen zwar optisch cool aus, aber dadurch hast du halt zum Beispiel auch weniger Reichweite oder kannst nicht ganz so schnell beschleunigen wie mit den normalen, mit den 17 Zöllern. Ansonsten gefällt mir das Auto ganz gut. Mich würde mal eure Meinung interessieren. Was haltet ihr von dem Auto? Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und macht's gut.